Hallo und willkommen zurück zu Dark Souls 3. Wir stehen immer noch vor, beziehungsweise in diesem riesengroßen angehauenen Tor. Und ich habe euch jetzt genug geteased. Wir gehen mal durch und gucken, was uns erwartet. Erstmal zwei Wege. So wie es aus. Oder drei? Gibt es hier noch irgendwas? Okay, nicht wirklich. Man kann einfach nur rumgehen. Auch okay. Da vorne liegt ein Item. Ich wittere eine Falle. Scheiß drauf, wir spazieren rein. Bäm. Okay. Ach, Fackeln. Die kennen wir ja noch vom Pfad der Opferung. Okay. Dann schauen wir. Ah, da oben steht wieder einer. Ja, schön. Oh, shit. Ja. Schön. Lass doch mal die Kamera. Nee, danke. Danke, Spiel. Aua. Oh, Jungs, Schild. Die sind immer wieder aggro drauf, die Viecher. Na komm, wo bist du hin? Da. So. Hoppala, wo kommst du denn her? Kommt auf einen Dritter an und meint, der kann mitmachen in Ruhe. Eieiei. Stellen's aber doof an, Leute. So. Hätten wir das auch geklärt. Krähendämonen sind's also. Keine Harpien, sondern Krähendämonen. Ich bin erstaunlich wenig in Panik geraten dafür, dass es ja eigentlich mich hätte instant umbringen sollen, alles. So, warten wir, bis die Wolke da weg ist. Den haben wir jetzt weggelasert. Warum ist da. Oh, okay, man kann hier hochlaufen. Ich habe mich gerade gewundert, warum ist hier so eine Stufe, wenn es sonst nichts gibt? Warum ist. Dieser ganze Weg nach oben ist mir schleierhaft. Warum ist der da? Damit man runterfallen kann und dann von den restlichen Harpyien, die hier rumlaufen, umgebracht wird. Das ist der ganze Plan. Geheime Wand! Ich guck doch mal, das muss doch eine geheime Wand sein. Guck mal, wie das Muster irgendwie an der Kante einfach gerade abfällt. Dann haben die entweder was scheiße gemappt oder ich lasse mich hier verarschen. Na gut. Aber das da. Auch nicht. Okay, da geht's runter zurück in den Sumpf. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen lieber auf diesem Weg bleiben. Wo auch immer er uns hinführt. So, da vorne bringt sich irgendwas gegenseitig um. Okay. Wraiths bringen Krähendämonen um. Finde ich okay. Ich gehe erstmal schauen, was hier drin ist. Oder wo wir überhaupt. Komm, da jetzt aber hin. Verdammt. Aber da. Wo sind wir hier und was tun wir? Das ist ein Bonfire. Finde ich okay. Ich setze mich einfach mal dran. Da wird garantiert nichts ankommen, was mich umbringt. Da unten sitzt was. Seht ihr auch, ne? Ich gehe mal gucken. So. Treppe? Ja. Also, was sitzt da unten? Okay, ganz normale von diesen Viechern. Da geht's runter irgendwo. Da kommen wir vielleicht später nochmal hin. Die kennen wir ja mittlerweile zu Genüge. Na, können wir uns mal in Ruhe an den hier anschleichen. Kann man die nicht backstabben oder bin ich einfach nur zu doof dazu gerade? Und irgendwann finde ich noch eine. Oh, ein Kristall-Lizard. Will ich mich mit dem anlegen? Ja. Okay, ich dachte, das wäre schon angriff gewesen, was er da gerade macht. Haha.
Nee. Viel Schaden kriegst du davon? Nicht viel, okay. Merken wir uns, Kristallesatz haben echt wenig Bock auf Magie. Warte, wir können... Jawoll! Zack, tot ist er. Zwei Titanitschuppen. Krasses Viech. Den haben wir eben so... Oh, was hast du denn hier? Große Zauberwaffe. Fände ich jetzt wesentlich geiler, wenn ich ein Schwert hätte, das man verzaubern kann. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Oh. Ja, okay. Get the fuck. Aua. Ich lebe noch, ich lebe noch. Alles gut. Heilen. Schnauze. Na komm, greif mich an. Nur einmal bitte. Oh, verdammte Wand. So. Also, wir haben einen Shortcut freigeschaltet. Geil, wie hat er das denn gekriegt? Schöner Bug. Ja, da waren wir hinten. Da hinten steht noch unser komischer Freund, der Black Knight, den wir vor ein paar Folgen mal mehr oder weniger erfolgreich, erst weniger, dann mehr, gelegt haben. Und haben jetzt damit quasi den direkten Weg von hier nach dahin freigeschaltet. Ich will es aber eigentlich eben noch wissen, was da ist. Da ist ja direkt ein Bonfire, das heißt, ich kann mich dahin teleportieren. Geheime Tür? Nein. Da ist nämlich... Irgendwann finde ich eine. Hier liegen nämlich die Sachen, die wir eben, oder die ganze Zeit eigentlich nicht finden. Oh, Sühne, was ist denn Sühne für ein Spell? Jetzt bin ich aber intrigiert, möchte ich meinen. Weckt Aufmerksamkeit von Gegnern in Nähe. Toller Zauber. Den muss ich unbedingt haben. Der ist zum Invaden bestimmt ziemlich assi. Was hast du? Schatz voraus. Ja, danke. Hohler Edelstein. Ich glaube, damit kann man verbesserte Waffen herstellen. Ja, da. Ja gut, und Frösche sind da auch. Okay. Was ist jetzt wieder los hier? Hallo. Spiel. Danke. Das macht's öfter in letzter Zeit. Irgendwie einfach dann anfangen sich zu drehen und ich habe keine Ahnung warum. Zurück zu der Frage, wo wir wohl das nächste Bonfire finden. Das in der Mitte müsste eigentlich dieser komische Turm sein. Das heißt... irgendwo hier an diesem Turm müsste dann auch die Leiter nach oben sein zu dem... Ferens Wachhundepunkt. Ein bisschen bin ich jetzt nicht in die falsche Richtung gelaufen. Doch bin ich. Das heißt, wir müssen quasi noch ein bisschen weiter rum, aber das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Oder? Okay, ich bin falsch. Da vorne ist der Turm, den ich meinte. Und da ist auch schon... Ich denke die ganze Zeit, dass es hinter mir, aber ist es zum Glück nicht. Jungs, let me mal in peace hier. Warum habe ich 12.000 Seelen? So, dann ab nach oben. Ich glaube, ich weiß, was ich mit diesen Seelen mache. Ich habe ja schon, falls ihr euch auch noch erinnert, wir hatten ja die Geschichte, dass unser lieber Ritter aus Katharina, also Siegwart, in dem Brunnen steckt und seine Rüstung braucht. Jetzt können wir die entweder kaufen oder ziemlich sicher Patches einfach umbringen. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen die nicht aggressive Variante und kaufen ihm die einfach ab. Deswegen gehe ich mal eben kurz zum Feuerbandschrein und kaufe mir ein Stück oder mehrere. Weil ich meine, ja, leveln ist halt auch schon gut, aber pff, whatever. Questen und so. Jetzt muss ich nur den Weg wieder finden, wie ich da hochkomme. Das ist das größte Problem, das ich gerade habe bei der Sache. Stand der links oder rechts? Ich glaube rechts. Na, da vorne sitzt er, glaube ich, sogar. Tatsächlich, ich bin so gut. Meine Erinnerung, Mensch.
Yes, yes. What can I do? Gib dem erstmal eine Kiste bei. So, Gegenstand kaufen. Wo ist er denn da? Boah, ist das teuer. Na gut. Ja. Ja. Ja, das heißt, wir brauchen nur noch 3500 Seelen. Warte mal, Gegenstand verkaufen. Was haben wir denn? Hey, ja. Locker, würde ich sagen. Also 3000, nehmen wir einfach mal hiervon 3. Haben wir 2400. 2400. Ja, so. Gegenstand kaufen. Oder? Katharina beim Körmaschen. So. Genau, der Helm, die Rüstung. 4 Teile braucht man doch nur, oder? Ja, das ist eine schwarze Lederrüstung. Sehr schön, dann können wir jetzt quasi Sigmar seine Rüstung wiedergeben und hoffentlich nicht sterben bei diesem Sprung hier. Perfekt, wir sind so gut. Mann, sind wir gut. Jetzt muss ich nur das Leuchtfeuer wiederfinden. Nö. Nö, dann ist es hier rechts. Kapelle der Läuterung. Genau da müssen wir hin. Wusch. Ring des Ritterschlechters. Ist das wohl dieser komische Flügelchenritter? Der sitzt ja auch in der Stadt voller Leute, die er umgebracht hat. Aber naja. So. I'm in quite a pickle indeed. Yes, yes, I know. Maybe I can fashion a replacement from I've got to you. Ja, 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 ja. Rüstung runterwerfen. Nimm sie. Oh, my armor. My deepest gratitude. I'm Siegfried of Katarina, salute you. Nee, bald immer lieber auf. With my trusty suit of armor, I'll be out of here in a jiffy. Until we meet again, comrade. Frohlocken, yes. No need to with my trust. Until we. Die Rüstung, Quatsch, die Lache klang ein bisschen evil, wenn ich ehrlich bin. Ja, und ich habe schon Angst gehabt, dass ich die Rüstung vielleicht noch, dass die Rüstung nicht reicht, noch den Schild und so dazu holen muss, aber so geht's scheinbar auch. So, reisen. Wo müssen wir denn hin? Nee, Grenze zur Farrenfeste? Ist das die wohl? Ich vermute es die Grenzen der Farrenfeste. Das muss es sein. Was anderes ist gar nicht möglich eigentlich. Jo, stimmt. Sehr schön. Dann dürfen wir uns jetzt mit 2 Wraiths gleichzeitig rumboxen da hinten. Beziehungsweise nicht. Oh shit, doch. Aua, okay, der macht einen schnellen Angriff. Lass mich dich backstabben. Was zum Henker? Das habt ihr gesehen. Der hat die Backstab-Animation gemacht, aber ihn nicht gebackstabbt. Das war jetzt nicht ich. Da hat das Spiel mich verarscht. So. Unfassbar. Zum Glück ist direkt das Leuchtfeuer hier in der Nähe. So, warte mal. Eigentlich würde mich mal kurz interessieren. Wie viel Aushöhlung habe ich mittlerweile da? 99! 99 Aushöhlungen, but a bitch ain't one. Oder so. So. Komm her, du. Einer von euch gehört mir. Der andere darf weiterlaufen und die Viecher da oben umbringen. Ja, genau, du gehörst mir. Aua, da war der Wand im Weg. Ey.
Das hätte ich eigentlich auch backstabben müssen. Na egal, ich will mich nicht beschweren. Ein gebossener roter Augapfel. Irgendwann werde ich auch mal invaden. Demnächst. Erstmal lasse ich die da oben sich umbringen und staub die Seelen ab und guck mal, was hier noch so rumliegt. Jawohl. Sehr schön. Seelen, danke. Du. Du wärst bestimmt gleich von denen angekommen, hättest mich ziemlich fertig gemacht. Jetzt sag mir nicht, die haben den Race umgebracht. Krass, was geht mit denen? Ja gut. Beschweren will ich mich nicht. Okay. Machst du wieder Zauber? Ich heb so lange hier das Item auf. Okay, noch ein gebossener Augapfel. Ah. Er kann sich also heilen, während ich ihn am Backstabben bin. Ist dann direkt wieder voll. Na gut, wenn er meint. Ah? Ah? Okay, ich dachte, ich habe was gehört, als ich den hier gerade wegstellen wollte, aber scheinbar nicht. So. Was hast du gemacht? Eine Glut, sehr schön. Ich höre doch wieder Dinge. Irgendwas passiert hier. Machen wir uns erstmal unsichtbar, schrägstrich leise. Und backstabbende Bitch. Es klingt, als würde irgendwo was zaubern. Na gut. Wiederholen wir das Ganze mal bei dem Freund da hinten. Käferkühlchen. Ich habe ein bisschen Angst, was mich da hinten gleich erwartet. Schön, mich direkt neben ihm seinen Kollegen umbringen und er sich einfach nicht dran stört. So, und wir finden jetzt heraus, was diese Geräusche macht. Hoffentlich ist es ein Bonfire. Was zum? Okay, die sehen mal original aus wie aus Bloodborne geklaut. Wie die Hunter. Okay. Dein Schwert hat zwar eine echt miese Auflösung, aber Typ, du siehst evil aus. Wächter des Abgrunds, na toll. Alter, was geht mit dem ab? Alter, lässt er mich auch irgendwann mal angreifen? Cool, von dem stehen mehrere auf. Alles klar. Wir machen dann in der nächsten Folge mal nochmal einen Run dahin. Schön. Also einfach rechts rumlaufen, dann nochmal rein. Gut.
Ich habe mir gerade spontan überlegt, vielleicht hole ich mir auch Hilfe. Aber gut, das war es erstmal mit dieser Folge. Wächter des Abgrunds gibt's dann beim nächsten Mal. Vielleicht darf ich dann auch einmal hauen, ohne direkt von ihm auf die Fresse zu kriegen. Wäre schön. Ansonsten war es mit dieser Folge. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.